erfolgreich gewesen und jetzt wird doch endgültig Schluss sein? Ja, Petra, wie es das Wetter hier auch gerade zeigt, wir sind hier gerade bei einer der letzten Veranstaltungen, bei der Zeugnisvergabe der Schermbecker Gesamtschule. Diese Schulen sind auch der Grund, warum wir überhaupt noch spielen, weil ich habe den Schulen schon vor einem Monat zugesagt, dass wir die Zeugnisverleihung für die durchführen. Eigentlich hätten wir das Autokino-Projekt schon zum 7. Anfang des Monats beenden sollen, weil wir einfach gesehen haben, es funktioniert nicht, die Lockerungen sind sehr schnell gekommen und sagen wir es in Zahlen, es hat sich einfach nicht refinanzieren können. In normalen Zeiten können wir so Projekte sicherlich ein bisschen länger ziehen, aber jetzt in der Corona-Phase, die ja für uns auch sehr, sehr schwierig ist, weil wir von vollen Auftragsbüchern auf null seit Anfang März gekommen sind. Dementsprechend können wir halt auch nicht einfach so ein Projekt weiterfinanzieren. Es ist jetzt sehr viel Geld hier reingeflossen. Wir haben aber trotzdem gesagt, wir halten unser Versprechen. Dafür sind wir bekannt. Wir führen unsere Zusagen aus, dass eben zwei Zeugnisvergaben der Schermbecker Gesamtschule, die Zeugnisvergabe des Petriniums Dorsten und der St. Ursula Dorsten hier auch noch stattfinden können, weil sonst rein aus finanziellen Gesichtspunkten hätten wir das eigentlich schon am Anfang des Monats beenden müssen. Aber wir haben es weitergemacht. Wir enden jetzt natürlich noch mit richtig großartigem Programm, eben noch die Zeugnisvergaben. Am Samstagabend noch die riesige Comedy Night, die jetzt auch endlich mal richtig gut angenommen wird. Das war ja auch leider eine Sache, wir haben viele kulturelle Angebote hier angeboten, von der Comedy Night über die Kinderkonzerte. Und man muss leider sagen, dass die Leute es halt nicht so annehmen. Alle jammern, wir müssen die Kultur stärken. Und wenn man was anbietet, sind halt nicht immer alle gekommen oder weniger gekommen, als es üblicherweise ist auf unseren Veranstaltungen. Aber wir haben auch ganz, ganz viel Danke bekommen und ganz viel frohe und glückliche Menschen hier gab, die einfach gesagt haben, toll, dass ihr das macht. Wir sind das einzige Kino gewesen, was noch Kinderprogramm tagsüber gemacht hat. Die Eltern waren uns so dankbar und haben gesagt, schön, dass ihr das durchzieht und hier für uns und unsere Kinder was macht, damit wir eben nicht nur zu Hause hocken. Und allein dafür haben wir es schon gerne gemacht. Und man muss halt einfach sehen, wir als Dorstener Unternehmen, wir machen für unsere Stadt was und wir wollten auch unbedingt was machen. Wir wollten nicht mit den Händen über dem Kopf zu Hause sitzen und sagen, naja, Corona bremst uns völlig aus. Nein, wir sind als Macheragentur bekannt und das haben wir auch deshalb gerne gemacht, auch wenn uns klar war, dass das finanziell keine Sache ist, die unsere Löcher jetzt stopfen kann. Aber ich glaube, für Dorsten war das eine ganz, ganz wertvolle Sache, auch fürs Umfeld. Wir haben hier viele Besucher gehabt aus dem ganzen Kreis, also die teilweise 50, 60 Kilometer für einen normalen Kinofilm angefahren sind. Und das ist einfach großartig, dass die Leute das mitgemacht haben. Schade, dass manche es nicht mitgemacht haben, auch gerade hier aus Dorsten manche eben nicht gekommen sind. Aber die gekommen sind, haben es sehr positiv wahrgenommen. Wir haben sehr viel Lob bekommen für unsere Arbeit hier, für die Qualität der Technik und natürlich wie immer für die Qualität unseres Personals vor Ort. Und da freuen wir uns sehr drüber und wir freuen uns halt auch, dass wir den Abiturienten und den Abschlussjahrgängen diese Möglichkeit überhaupt gegeben haben. Sonst wäre es halt ein sehr einsamer Abschluss geworden für die. Dann wünsche ich trotz Corona noch viel Erfolg in diesem Jahr und vielen Dank. Ja, wir hoffen ja, dass bald wieder losgeht und wir uns wieder auf Veranstaltungen sehen werden. Danke, Hans. Ciao. Tschüss.